Vielen fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Whispering Willows in der Villa Kunterbund. Nun gehen wir mal durch die Tür, vor der wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ach, hier liegt eine Notiz auf der Toilette, praktisch. Und das ist die letzte Nachricht von Davy O'Reill. Nein, was wie? O'Halloran. Scheinbar muss ich einfach runter. Und hier ist ein Geist. Geist heißt Geist. Das ist wahrscheinlich die Frau. Fleur Larue. Oh nein, ich habe ihn verloren. Es ist alles, als würde ich ein Teil von mir fehlen. Bitte, kleines Mädchen, hilf mir, ihn zu finden. Hilf mir, meinen verlorenen Liebesbrief zu finden. Rersams Worte haben immer so gut geholfen, mich zu trösten. Ach, das ist die Fleur Larue. Okay. Nee. Bewegen Kommode. Und wohin soll ich die bewegen? Nehmen wir dich mal mit. Aha. Anscheinend war da noch irgend so ein geheimer Schalter. So. Dann sprechen wir mal mit dem Chefkoch. Den hat es ganz schlimm erwischt. Eines Tages habe ich ein Messer voll Blut gefunden. Weiß nicht, wo es herkam. Ich dachte mir, es sei aus dem Küche, also habe ich es da gelassen. Und nun ist er tot. Mit einem Messer. So soll er in der Küche nicht riechen. Okay. Hey, das ist ein blutiges Messer. Dieses Messer wurde für etwas verwendet oder für jemanden. Kann ich damit jetzt endlich diesen... diesen Rap zerschneiden? Die Tür ist verschlossen. Okay. So, da ich jetzt das blutige Messer an mich genommen habe, hast du gesagt irgendwas anderes? Nee. Alles klar, dann durch die Tür. Wann hatte ich einen Schlüssel gefunden für irgendwas? Aha. Hey, Vater, ich bin doch noch mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren, oder bin ich nach hoch gefahren? Nach hoch. Um diese Geister kümmere ich mich später. Ich will wissen, ob ich jetzt endlich das Werkzeug habe, um diesen Rib zu zerschneiden. Nicht die Sternwarte. Ich wollte zum... Hier. Haha. Habe ich das... Okay, ich habe das blutige Messer noch. Es löst sich also nicht auf. Ja. Gott, wie die mich aufregt. Ich wette, Leute wie mein Dad werden angestellt, um sie zu... Was? Um sie zu was? Um sie zu gießen? Aha, achso, ja, okay, gibt's Sinn. Raus will ich nicht, ich will rein. Rein ins Gewächshaus, im Matifa rein. Da ist ein Skelett. Und... der Gärtner oder so. Hillenwood, ich war ziemlich gereizt nach dem Tod meiner Eltern, musste meine wissenschaftlichen Arbeiten abbrechen und mich um den Blumenladen der Familie kümmern. Erst als mein Sohn England... Warum haben die so bescheuerte Namen? Erst als ich meinen Sohn England hatte und Leid hatte und vorhatte, sein Glück in der Welt zu suchen, habe ich diese furchtbare Karriere hinter mir gelassen. Und trotzdem bin ich wieder hier. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Was tut mir aber leid. Okay, die Tür ist verschlossen.
Das heißt, ich kann noch nicht viel in diesem Haus machen. Dann gehe ich nochmal in das Gartenlabyrinth. Ich hoffe, diese Bäume wollen mich nicht umbringen, schon wieder. Aber hier gab es ja auch diese eine Sequenz. Nein. Hier gab es nämlich auch diese eine Stelle, wo ich mich durchschneiden musste. Nein, hör auf, immer da durchzuquollen. Und damit meine ich mich selbst. Wo waren das jetzt? Hier hinten? Aha. Gruseliger Typ, ich habe diesen Typen hier schon mal gesehen. Ich frage mich, wer er ist. Er sieht ziemlich gruselig aus. Oh, ein Frosch, etwas hier ist am Leben. Unglaublich. Oh, was bist du denn für ein süßes Ding? Philo, mein Name... nein, ich bin kein Geist. Ich bin kein Geist. Mein Name ist Philo und ich bin kein bloßes Hirngespinst wie sie. Ich bin auf der Suche nach etwas. Nein, ich bin kein Ah, das ist ja süß, dieses Ding. Oh, Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Ja, Gucci, Gucci. Okay. Aber eigentlich bin ich wegen irgendwas Irrelevantem jetzt hier hingekommen, oder wie? Oder was? Hör auf. Böser Baum. Und dann sagt einer, rette die Natur. Die tut dir Gutes. Sicher, wie gut sie zu mir ist, die Natur. Drei, zwei, eins. Da kommen zwei dieser Dinger raus. Dann hier hinten kommt noch eins. Nochmal. War das der richtige? So. Nochmal einer. So. Jetzt kann ich raus. Warum sind die eigentlich so sauer? Ich meine, ich habe drei Blümchen gepflückt. Mann. Hab ich hier irgendwas übersehen? Ja, du kannst nicht rennen. Ich gehe mir... Also, ist okay. Nerv doch nicht so rum. Komm mal... Achso, warte mal. Nee, ich war noch nicht hier unten, oder? Hallo. Ah, ein Weinkeller. Die Notiz ist, mit Fleur la Rue bin ich fast fertig. Ich habe 1, 2, 3 von 5 und 5 von 5, aber kein... War nicht die 4 von 5. Oh, seht euch einer diesen Wein an. Mom würde sicher, es sich hier sicher gefallen. Okay. Also im Prinzip hat dieser Gang gar nichts genutzt.
So. Ist ein Geist? Also die Madame, ja, okay. So. Gibt's hier noch irgendwo einen anderen Weg? Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Ha! Das heißt, ich habe hier irgendwas übersehen. Die Tür ist verschlossen, okay. Sagt ihr noch irgendwas anderes? Eines Tages, Messerküche, ja. So. Ha. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der Villa jetzt fertig bin. Habe ich die komplette Villa abgeschlossen? Oder habe ich irgendwas übersehen noch? Weil irgendwie kommt es mir so vor, als ob ich irgendwelche Räume noch nicht gesehen habe. Und für die Olle muss ich auch noch diesen Liebesbrief sammeln. Und ich komme hier trotzdem noch raus und wieder rein. Interessant, interessant. Aber die Olle kann ja auch keinen Hinweis geben, wo sie irgendwie den Liebesbrief hat, ne? Typisch Geister. Wissen nicht, was sie wollen, aber wissen immer nicht wo. So, der eine, keine Ahnung, was das war, dieses knuddelige Ding sucht auch noch immer was. Sagen die jetzt mal mittlerweile was anderes. Es ist alles ziemlich kühl. Ach komm schon, warum sagt er immer nur dasselbe? Vorstellen, dass der Geist hier was anderes sagt, nicht der, sondern der hier. Ich habe versucht, meinem Mädchen das alte Wölfsgewächshaus zu zeigen, aber ich hatte nichts, um die Reben zu zerschneiden. Jetzt ist es ja offen. Was sagte nochmal der Alte im Gewächshaus selber? Sind eigentlich alle Türen immer verschlossen. Ja, ich wollte doch nur... Ich war ziemlich gereizt. Nach dem Tod meiner Eltern musste meine wissenschaftlichen Arbeiten abbrechen und mich in England meiner Familie... Erst als mein Sohn England leid hatte. Ach so, Sohn England leid hatte. Ha. Bevor er sein Glück in der Welt zu suchen, habe ich diese furchtbare Karriere in Damien. Okay, gut, ja, nee, der Sohn heißt nicht England, sondern... Und dann sind wir nie wieder hier. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Ah, ja.
Die Riemen haben sie durch die Knochen gebunden. Ich dachte, er hätte vielleicht einen Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Ich frag mich, wer in dieser Vase versteckt hat. Ah. Kann fast das verbliebene Parfüm riechen. Love Letter. Ja. Geht doch. Dann bist du die Love... Larry. Nee. Du bist Worth and Willows. 9 von 13. Vielleicht lese ich die am Ende nochmal. Die ganzen Notizen. Ah. Ist doch schön, wenn man mal die Rätsel knackt. So, okay. Ja. Ja, euch ist kalt. Also der Dame ist kalt, der Typ ist ein Gentleman. Sein Jackett oder sonst was. Ja, du kannst dich im Haus raufen. So. Hier der Geist? Ja, hier ist sie. Oh, vielen Dank, Elena. Du hast keine Ahnung, was mir das bedeutet. Bitte nimm diesen Ring als Zeichen meiner Anerkennung. Wertham und ich haben ihn verwendet, um ungeheime Nachrichten zu verstecken, die man nur mit ihm sehen kann. Aber ich brauche ihn nicht mehr. Du hast mir mehr geholfen, als du glaubst, Elena. Tschüss, süßes Kind. Ich hoffe, du schaffst es, deinen Vater zu finden. Der Geist wurde Werthams Ring. Und der Geist wurde erlöst. Oh, sie ist schon fort. Ich habe sie gerade erst besser kennengelernt. Tschüss, Fleur. Du warst so einsam. Gehe in den Weinkeller. Oh, ein einsamer Geist. Geister sind immer einsam, deswegen hängen die auch hier auf der Erde noch fest in der Zwischenwelt. Weil sie sich nicht erinnern, was sie wollten und dann irgendwas irgendwie es nicht auf die Reihe bekommen haben. Der Code lautet 3123. 3123. Okay, das schreibe ich mir erstmal kurz auf. Jesus. Zwei, drei. Oh, ich hab den Stift. Die Frage ist, was ist das für ein Code? 3123. Ja, aber für was? Ich habe noch nichts gefunden, wo man irgendwie... die sich gerade in ein Dings verwandelt. Warum verwandelt sich der Geist in ein Irrlicht? Ah, okay. Egal, das finden wir im nächsten Part. Dann raus von Whispering Willows. Dann sage ich nur noch Tschüss, hauen Sie rein, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.